Hallo und herzlich willkommen, die Sportsfreunde auf meinem Kanal. Ich begrüße Sie recht herzlich zur weiteren Runde LS19 hier aus der Niemandsland. Ja, ich hoffe, geht's Ihnen gut. Ihr seid alle gut drauf und ich habe bis jetzt eine geile Zeit gehabt. Und wir befinden uns am zweiten Frühlingstag. Wir müssen heute Bäume entfernen, damit dass wir das zweite Feld, das dritte Feld, was ich gezeichnet habe, und das vierte Feld dann bewirtschaften können. Dazu habe ich mir jetzt diesen schönen Baumstumpffräser habe ich mir gegönnt. Der Fenster steht nämlich rum. Ich kann Ihnen sagen, ich habe ein bisschen was vorbereitet. Jetzt passt es mir auf. Das macht man nämlich aus der Überansicht. Ich habe jetzt da ist es natürlich jetzt dann dunkel geworden. Da ist es jetzt natürlich jetzt dunkel geworden. Da kommt dann ein Feld her. Hier kommt ein Feld her. Und hier ist die Markierung. Hier auch. Hier oben und hier kommt ein Feld her. Plus hier heroben kommt dann später auch noch mehr Feld her. So wäre jetzt der Plan. Der heutige Plan ist dadurch, dass wir uns ja den Kalkstreuer ausgeliehen haben. Und wir haben ja schon einen zweiten Tag und das frisst uns ja unheimlich das Geld, die Mietkosten. Müssen wir schauen, dass wir hier mit die Felder weiterkommen. Ich möchte ja nicht alle langweilen, dass wir nachher alle mit dem Flug unterwegs sind. Nur der Helfer, der wird uns nicht auf Wetter stehen. Deswegen werde ich dies dann alle so zwischen die Folgen drin machen. Cool, wir werfen keinen Schatten. Wir sind ein Geistertraktor. Ich finde die Niemandsland richtig cool. Das einzige Blöde ist, dass die PlayStation nicht so viel Mods hat, dass man sich da richtig eine bergige Infrastruktur aufbauen könnte. Aber meine Güte, es gibt Schlimmeres. Ich werde auch hier am Hof bleiben. Also der Steuer ist hier der Ausgangspunkt. Der wird so bleiben. Dies Feld wird auch so bleiben. Dies Feld wird auch so bleiben. So. Wenn wir da mal in die Hocke gehen, dann wir da mal so tief wie möglich das Ding da abschneiden. Das Gute an der ganzen Sache ist, normalerweise müsste man den ja schüttern, gell?
normalerweise. Dann schmeißen wir den da rein. Upsa. Wollt er nicht. Wollt er nicht. Aber er muss. Die Bäume da können wir nämlich auch entfernen. Und weg ist er. 8 Euro sind es auch, was wir gekriegt haben. Aber da machen wir da mal eine eigene Folge draus, da das Holz aufarbeiten. Ich finde das Feld da richtig gut gelungen. Da müssen wir nochmal um mit dem Flur, habe ich gerade gesehen. Da müssen wir ein bisschen den Weg noch nachmalen. Schön. Müssen wir noch Hallen schaffen. Was weißt du? Da, das machen wir da auch da gleich. Weg damit die Bahn. Wenn wir schon mal da sind. Einer. Und der zweite müssen. Ist das oder? Ah, der passt noch. Da war ja mal. Zu schwer. Aber er liegt schon mal gut. Er liegt schon mal gut. Wo ist der andere? Der ist da. Der ist zu schwer. Dann lassen wir den gleich verschwinden da. Hallo? Geld? Was ist los? Hallo! Sind zwar gerade 8 Euro, aber sind 8 Euro. Naja. Häuser.
schauen wir, wie lange wir in die neuen schmutzigen Haus da von meinen Verwandten wohnen müssen. Stimmen wir uns jetzt weiter her. Geht ja nicht ohne den Moment. Dann machen wir jetzt das da hinten gleich fertig. Dann hauen wir mal dann den Raps aus. Ich glaube, ich werde die Wiesen aus Weizen hernehmen. Oder Hofer. Ich glaube Hofer, dass wir uns dann Risse rein dann Hofer da an Weizen einfach rein. Halt, das wollte ich nicht in andere Richtung. Müsste ja auch das Feld zulassen, gell? Dann machen wir da einfach Weizen, weil groß haben wir eigentlich da die auch große Wiesen um. Wir kennen es zwar nicht. Düngen. Das haben wir momentan eh nicht. Und nur keinen natürlichen. Ich bin ja eigentlich ein Fan vom natürlichen Dünger, gell? Jetzt fahre ich das da gerade schnell hoch. Das Ding da. Angst, ich weiß, dass man mit dem Flug normalerweise keine Kurven fährt. Das weiß sogar ich aus Tiroler. Weil das bei uns nur Wiesen gibt. Aber ich mach's trotzdem. Ein bisschen wegbleiben vom Weg. Und dann da die Sorgen wert ist schon. Kann ich nämlich dort im Flug stehen lassen. Dann brauche ich gerade da, was ich gesehen habe, ein bisschen grün nachsetzen. Da haben wir dann so einen kleinen Vorweg auch. Und da haben wir so einen Vorweg umgemacht. Also hier auf die Wiesen, auf das Feld zurückgekommen. Mit dem Düngestreuer kennen wir ja. Das mache ich zwischen die Folgen rein. So.
Also das Gerät hab ich schon mit gleich dabei, wenn du den Spielstand anfängst. Also den hab nicht ich dazu, du. Den hab ich schon von Haus aus dabei. Das heißt, wir dann jetzt da wechseln. Das heißt, die Maschine. Ab. Da haben wir gesagt, da haben wir. Da hinten kriegt man mehr Stroh aus, gell? Da machen wir jetzt. Absack. Dann haben wir das ganze Ding nochmal einschalten, dann haben wir das ganze Ding nochmal sinken und dann geht's los mit der Gaudi, die aussagen. Ich kann das Ding schon aussagen, gell? Raps. Grün, Aussehzeit, jawohl. Wie gut ist die Chance, jawohl. Raps aussehen. Mal schauen wir mal, dann haben wir nachher nur den Kalk streuen. Und dann fangen wir mit dem Weizen an. Auf der anderen Seite hinten haben wir alle so ein bisschen, dann müssen wir schauen, dass wir alle einen Vorteil haben. Das vorteilhafteste, was wir haben, aussagen können, wo wir die besten Ertrag haben. Könnt ihr mir ja gerne reinschreiben, was ist von dem Niemandsland Holz? Ich finde die Karten eigentlich genial. Du musst halt, du hast es halt da richtig schwierig. Du hast es da richtig schwierig. Du kannst keine Missionen machen. Du kannst deine eigenen Felder, die Größe bestimmen. Ich spiele privat da, also wenn ich am PC sitze und die Niemandsland spiele, dann spiele ich es genauso, als wie ich es da jetzt für Ink auch spielen darf. Ich versuche mich einfach klein aufzubauen, weil es gibt zwar schon den Mod, auch für die Playstation, dass die sonst war ja nicht so weit gekommen, das Geld cheaten kannst, aber dann hätte ich gleich schon das größte Gerät und das neueste Gerät, das interessiert mich nicht. Ich will mal was erarbeiten. Für die. Das ist das gleiche als wir bei einem Europa Trucker 2. Da gibt es auch genug Mods, dass das Geld ein cheaten kannst oder die Schmähs, dass du das alles ein cheaten kannst, aber was bringt mir das? Dann habe ich schon den besten Scania oder den besten Volvo oder keine Ahnung, den besten MAN darf mit was das ist, auch immer in den Spiel fort, gell? Und dann gucke ich damit durch die Gegend. Also ich muss jetzt sagen, mein Scania hat jetzt
für mein Online-Profil knappe 400.000 Kilometer. Die Vorwendung gern damit. Weil ich bin jetzt mittlerweile, habe ich mit einem Fahrer von mir getauscht, gell? Also dass der einmal einen Viking-Stall fährt. Aber ich mag das, das so da unten aufarbeiten. Ich hätte Ideen gab es nur mit Simulatoren. Selbst für die PlayStation habe ich gesehen im Store drin. Aber ob die bei Ihnen so gut kommen, gell, das ist natürlich die andere Frage wieder. Ich wollte ja eigentlich ursprünglich ja On the Road machen. Aber ich weiß nicht, ob sie es mir da. Ich tat da selber gern keinen zuschauen, der war so 3 Stunden von Hamburg bis nach München braucht, gell. Das fahre ich mir lieber selber. Das erste Feld haben wir ja durch. Und so was ich gesehen habe, werden wir dann da noch eine Schaufel brauchen. Die Tierversorgung steht nämlich auch noch. Ja. Jetzt fahren wir da einfach in der Mitte nur einmal hoch. Dann ist das klar wie gut so. Dann fällt es nur ein bisschen. Für mich ist ja ungewohnt, gell? Hier bei der Seitenkonsole auch noch. Und hier mir das ganze hoch nieder alles auf die Seitenkonsole klickt. Da jetzt glaube ich auch noch mehr Striche hoch. Angst, fahren wir da hoch. Das bist du ja am besten rauszukriegen. Da hinten auch noch ein bisschen was. Alles so. Dann heißt es, wir stehen jetzt dann um auf Soja. Nein, wir stehen jetzt dann um auf Hofer. Wir stehen um auf Hofer. Das heißt jetzt, das Feld wird jetzt gekocht noch. Oder das fangen jetzt mal an, weil wir haben ja schon 25 Minuten. Ich werde jetzt da das Feld keuchen. Anfangen, dann nehme ich ihn jetzt mit.
Hey, das Gute ist ja, wenn man da zuerst kriegt und dann kurvert, man weiß, wo ist man schon gewesen. Ja, ich hätte das Ding ausmachen können auch, gell? Mit dem Landbearbeitungstool, aber ich wollte nicht, weil es mir einfach gefallen hat. Aber ich sehe hier, der Bührer bläst da einfach schön drüber. Wir kalken das auch ein bisschen mit. Wir müssen es ja so oder so müssen wir uns dann einmal einen Düngestreuer kaufen. Den her. Pflanzen wir da Hafer an. Ah, jetzt vielleicht mal ein bisschen rausfahren können, gell, mit den ganzen. Aber das passt schon so. Man muss es ja nicht übertreiben. Das Feld machen wir jetzt zusammen noch fertig, da die Song. Ich müsste nachschauen, ob es da einen Mod gibt, der was den kleinen Kalkstreuer hat. War netter zum Fahren, gell? Weil ich spüre ja mit Pflanzenzerstörung und dann müsste man nicht. Achso, Pflanzenzerstörung, ja, ich muss ja da. Zweimal. Das heißt, ich muss Kalk kaufen noch. 2500 habe ich noch immer im Tank. Wenn ich da unten bin, heißt, ich habe noch 2000 Gurte im Tank drin. Das heißt, ich muss da für die anderen Föder euch kaufen. Okay, das war's. Wir haben jetzt nur 2000 im Tank. Das heißt, wir brauchen Kalk. Das heißt, 2000 Liter sind drin. Dann haben wir 4, 6, 8. Dann fahren wir da los. Dann hole ich jetzt nur den Kalk an. Dann hole ich den Kalk an. Und dann würde ich sagen, wünsche ich bis zur nächsten Folge noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine schöne Nacht. Einen wunderschönen guten Morgen, lieber Sportsfreund, liebe Sportsfreundin. Je nachdem, wann dass du dir hier dieses Video schaust. Wenn es euch gefallen hat, würde mich über einen Daumen nach oben freuen, über das eine oder andere Kommentar natürlich auch. Wer Lust und Laune hat, der kann mich gerne abonnieren und die Glocken aktivieren, so dass, wenn es hier aus dem Niemandsland weitergeht, nichts mehr Neues versammelt wird. Und dann sage ich noch eins, Servus, bis zum nächsten Mal, bleibt mir gewogen und vor allem, meine lieben Sportsfreunde, bleibt mir gesund.
bis zum nächsten Mal, euer HP. Servus.